Der berüchtigte Hank Palmer, der abgebrühte Anwalt ohne Respekt vor dem Gesetz. Hey! War gerade irgendwas? Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass alle, die Sie vertreten, schuldig sind? Ein gutes. Unschuldige können mich nicht bezahlen. Erheben Sie sich! Wollen Verteidigung und Anklage noch was hinzufügen? Meine Mom ist heute Morgen gestorben. Stirbt Ihre Mutter zum ersten Mal oder jedes Mal, wenn Sie kurz davor sind, einen Prozess zu verlieren? Das erste Mal. Also ist Grandpa Palmer auch tot? Nein, Grandpa Palmer ist nur für mich tot. Das ist sowas wie eine Redewendung. Das klingt kompliziert. Ich sollte mitkommen. Glaub mir, niemand will nach Carlinville, Indiana. Gott, dann mal los. Wir ertragen kaum den Anblick des anderen. Henry? Richter? Ja. Hank, danke, dass du gekommen bist. Ich bin überzeugt, deine Mutter hätte sich gefreut. Hank Palmer? Hank, Sheriff White, es geht um Ihren Vater. Der größte Fehler deiner Karriere und du hast ihn zufällig überfahren? Die Spurensicherung hat Blut am Wagen Ihres Vaters gefunden. 42 Jahre habe ich in diesem Saal auf der Richterbank gesessen. Es war ein Unfall, fertig! Wir brauchen eine absolut solide Verteidigung. Es gibt hier kein Wir, Henry. Ich wünschte, ich würde dich mehr mögen. Ich kann nicht bleiben. Du bist Anwalt, er ist dein Vater. Wenn du jetzt gehst, wirst du es bereuen. Sie sind nichts als ein Blender, Mr. Palmer. Ich werde Ihren Mandanten des vorsätzlichen Mordes anklagen und überführen und Sie sitzen in der ersten Reihe. Mein Vater ist eine Menge unangenehmer Dinge, aber kein Mörder. Ich habe Erinnerungen an uns. Sie sind auch da. Warum? War ich zu hart zu dir? Ja, ich habe getan, was ich für richtig hielt. Meiner Erfahrung nach, Hank, muss man manchmal vergeben, damit einem vergeben wird. Wir sind endlich miteinander fertig. Nein, das sind wir nicht.